Lehrerin erklärt zum Schulanfang. Das sollten Erstklässler mindestens können. Dresden, Leipzig, 42.000 Kinder werden in diesem Jahr allein in Sachsen eingeschult. Vor allem gesund und fröhlich sollen die Kleinen sein. Doch das allein reicht natürlich nicht. Eine Lehrerin erklärt, was Erstklässler können sollten und woran es immer öfter hapert. Während früher die meisten Erstklässler etwa den gleichen Wissensstand hatten, seien die Unterschiede inzwischen enorm. Es ist fast unmöglich, alle auf ein Durchschnittsniveau zu bekommen, sagt Grundschullehrerin Katlin Worotnik. Sie ist seit 1985 im Schuldienst, arbeitet an einer Grundschule in Olbernhau im Erzgebirge und ist stellvertretende Vorsitzende des Sächsischen Lehrerverbandes. Es fängt schon beim Konzentrationsvermögen an, so Worotnik. Normal ist, dass Sechsjährige 20 bis 30 Minuten zuhören können. Es gibt aber auch Kinder, die steigen schon nach 5 Minuten aus. Das ist dann wirklich schwierig. Es sei natürlich das soziale Umfeld, was die Kleinen präge. Katlin Worotnik. Was wir aber wirklich merken, ist, ob sie in der Kita oder sogar Vorschule waren und wie viel Zeit sich die Eltern im Alltag nehmen, um zu reden, den Tag auszuwerten, vorzulesen, ohne Medieneinfluss von außen. Die Pädagogin. Es gibt auf der einen Seite die Kinder, die schon lesen und schreiben können, aber auch die, die nicht in vollständigen Sätzen reden können. Beides kann schwierig werden. Denn auch die Kinder, die sich langweilen, haben es manchmal schwer. Einigen wurden die Buchstaben nur antrainiert und sie werden ratzfatz überholt. Wer auf der anderen Seite aber nicht einmal zu einer kleinen Bildergeschichte erzählen kann, was zu sehen ist, wird schnell abgehängt. Einfache Zungenbrecher, Fischers Fritze, nachzusprechen könne helfen. Bis 10 zu zählen und kleine Mengen erfassen zu können, sollte jeder Erstklässler können. 5 Bälle zu erkennen, sei eine gute Basis. Doch es gibt Fähigkeiten, die, so die Lehrerin, neben Zahlen und Buchstaben besonders wichtig für Erstklässler sind. Sie müssen einen Stift richtig halten, mit einer Schere schneiden, ihren Ranzen packen und eine Grundordnung auf ihrem Tisch halten können. Sie brauchen Selbstvertrauen und müssen mit Niederlagen umgehen können. Tolerant seien Dinge, die man unter Gleichaltrigen lernt, erklärt die Sächsin. Worotnik weiter. Leider gibt es immer öfter Erstklässler, die sich nicht einmal trauen, alleine aufs Klo zu gehen, die von den Eltern ins Klassenzimmer gebracht werden und es nicht schaffen, zügig für die Pause Jacke und Schuhe anzuziehen. Mit 28 Schülern und mehr in der Klasse sei es schlicht unmöglich, als Lehrer die Eltern zu ersetzen. Auch Ärzte und Krankenkassen stellen immer häufiger starke Defizite fest. So wurde laut Barmer Report allein bei Kindern in Sachsen bei 14,1%, Bundesdurchschnitt 13,3%, der Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren eine sogenannte Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache diagnostiziert. Das sind rund 36.700 Mädchen und Jungen. Im Jahr 2006 waren es noch weniger als halb so viele. Zu den Sprech- und Sprachstörungen zählten UA ein begrenztes Vokabular, Schwierigkeiten in der Satzbildung und bei der Grammatik, sowie Probleme in der Ausdrucksfähigkeit und bei der Lautbildung.